und auch noch direkt 50 Elo über mir. Das ist ja super. War schon eine scheiß Eröffnung von mir. Mittelgut. Super scheiße. Hätte ich viel besser spielen müssen. Ich habe die Aufnahme gestoppt, ja. Ja, ich hätte den Turm gewinnen können. Ich hab's scheiße gespielt, sag ich doch gerade. Das war auch schlecht. Aber so bin ich. Ja, ich habe mich gerade überhaupt, ich merke, ich habe hier Restless Legs. Kann ich ihm jetzt die Dame snacken? Irgendwie geil. Noch nicht, aber gleich. Das musst du machen, ne? Nee, ich da angreife, er geht weg.
Was könnten wir Geiles machen? Lasst mich mal überlegen. Das hier zum Beispiel. Nein, dahin und dann Schach geben, Trottel. Naja. Dumm. Obwohl, vielleicht gar nicht so dumm. Das war einfach. Kann der denn 12:41 haben? Der hat ja nur Scheiße gespielt. Ich habe schon Scheiße gespielt und er hat noch Scheiße gespielt. Da sind wir wieder bei dem Thema, dass man halt nie zufrieden ist. Oh, jetzt kommen hier eure Forderungen. Aber was sind das? Ich traue euch nicht. Ihr seid irgendwie alle gut und ihr wollt jetzt mich fertig machen und das will ich gar nicht. Ich will nicht gegen euch spielen, weil ihr gut seid. Ich spiele nicht gegen Gute. Ich bin ja nicht doof. So, mache ich jetzt noch eine Partie Schach oder gehe ich ins Bett? Eine Partie noch. Es lief ja eigentlich sehr gut. Ich weiß auch nicht. Der war doch niemals 12:40. Hier höre ich nichts. Kein Sound. Ach so. Weil ich gar nicht drin habe. Eine Partie Sekiro. Ja, das fehlt mir jetzt noch. Mario Schach, gibt's das? Donny, ey, was machst du denn hier? Ach so, du disst mich wegen Sekiro. Verstehe. Wäre kein Moderator, der mal aufräumen kann? Du bist doch mein VIP, Donny. Ich freue mich, wenn du mal hier mitmachst. Das ist doch schön. Und dein Pferd ist immer noch gefesselt. Das ist ja blöd für dich. Können wir mal eine Runde Quake spielen? Ja, genau. Let's do it. Wir zwei gegen Holly und noch jemanden. Holly Let's Play hat mich heute herausgefordert. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Der hat mich gar nicht herausgefordert.
Aber seine Zuschauer haben gesagt, ich soll doch mal spielen. Was sehr lustig ist, ist Anti-Chess. Vielleicht spiele ich heute noch eine Runde Anti-Chess. Das war ja so lustig das letzte Mal. Ich kannte das gar nicht. Nacht, Donny. Cool, dass du vorbeigekommen bist. Sag mal, was macht der Typ? Naja, okay, man weiß auch tatsächlich gar nicht genau, was der für eine Elo hat. Oh, das war ja fast dumm. Da will er natürlich rein als nächstes. Kommt er da auch rein? Das ist hier die große Frage. Und wie könnte ich das verhindern? Vermutlich gar nicht. Und dann verliere ich meinen Turm. Und ich möchte meinen Turm nicht verlieren, also mache ich das so. Let's return. Vielen Dank für dein Sub. Commander Cool 31, vielen Dank für deinen Sub. Um 0:34 Uhr noch ein Tinder-Date, meint ihr? Das kann ich mir nicht vorstellen, wa? Das glaube ich nicht. Wieso war das ein Fehler? Oh, das war wirklich ein Fehler, weil das fährt hier noch. Mal gucken. Das war wirklich ein Fehler. Was hätte ich rein? Ich hätte das Pferd. Obwohl, nee, ist doch kein Fehler. Ich habe ja auch noch was hier. Alles gut.
Einfach mal Schach setzen. Why not, sage ich immer. Keine Ahnung. Mal gucken, wie es sich entwickelt. Zeit ist gut, plus 5 ist gut. Mal schauen. Zwei Schachsiege in Folge würde mein Ego nicht verkraften, sage ich ganz ehrlich. Würde mein Ego nicht verkraften. Und ja, ich muss tatsächlich hier aufpassen, dass ich nicht wieder einen Missklick mache, wenn ich hier zu viel rumzeichne. Was will er mir denn damit sagen? Ich weiß es nicht. Der Scheiß bringt mich aus dem Gleichgewicht. Ich überlege die ganze Zeit, den Turm hier mal wegzuziehen, damit er nicht... Was? Okay. Die Dame nehme ich. Es war eine Tschüss-Dame-Situation. Das war eine Tschüss-Dame-Situation. Joa. Jetzt bin ich von den Optionen überfordert. Ich mach mal sowas.
Okay. Überlege ich mir. Sach. Zach. Nein, da würde ich doch niemals hinsetzen. Da habe ich nur mal so drüber gehavert, versteht ihr? Hier ist matt. Da hängt kein Bauer. Der Junge ist kurz vor matt. Mobkop. Da kann der Bauer abhängen, wie er will. Verstehst du, wie ich meine, oder wie, oder was? Bei D5. Ihr Pros. Hier ist matt, Leute. Versteht ihr, wie ich meine? Ja, so, ne? Minus 78. Strafe muss sein. Wow. Das ist echt so krass. Ne? Man kriegt für plus 4. Wie soll man denn jemals auf... Mein Ziel ist ja 1500 irgendwann mal. Wie soll man denn da hinkommen? Weil ich verliere, da verliere ich ja eventuell auch wieder 4. Ich müsste ja... Wie soll man das... Ich kann es nicht mal ausrechnen. 10 Spiele in Folge gewinnen, um auf 1200 zu kommen. Oder ich gewinne gegen einen 1700er. Ja, gegen stärkeres Spiel, ja. Nee, ich habe nicht gegen einen, also klar habe ich gegen schlechteren gewonnen, aber der war noch unranked. Der hat noch nicht genug Matches gemacht, wenn wir mal gucken. Der hat wahrscheinlich noch einen neuen Account. Ja, der hat 3 Spiele gemacht. Die hat er wahrscheinlich alle 3 verloren. Nee, der hat 7 Spiele gemacht, aber 3 auf Rapid. Na, ist ja wurscht. Ja, okay. Damit ich wesentlich höher komme im Elo, müsste ich gegen stärkere Gegner spielen. Das stimmt natürlich. Das, da habt ihr natürlich recht. Das würde mich mal interessieren, wenn ich einmal gegen so eine Elo 2000 gewinne oder so, was das dann an Punkten geben würde. Kann mich jemand pullen? Aber das bringt ja überhaupt nichts. Ich muss da ja, ich muss ja gewinnen können. Aber was man natürlich noch machen kann, ist dann mal hier
Zack. Dann kann man sich hier natürlich noch die Analyse angucken. Das sollte man eigentlich immer machen. Auch wenn ich es mir nicht merken kann. Achso, wir machen natürlich auch mal die Stockfish an. Okay, er will hier direkt so machen. Oh ja. Ja, okay, ich verstehe auch, warum das der schlechtere Move ist. Das hier ist viel aus vielerlei Hinsicht der bessere. Der hier deckt den Bauern, öffnet die Linie. Punkt. Und wenn ich später rochiere, habe ich nicht hier schon weggemacht. Also merken. Ja, Stockfish sagt auch, halt deine Fresse, Itchen. Hier sagt Stockfish, why not? Walla, was ist los mit dir? So ist Schach, ne? Na gut, aber es hat ja geklappt und er hat ihn nicht wegbewegt. Also, zapau! Oh, guck mal hier. Da hätte ich schon... Achso, nee. Der wollte abtauschen. Ja, das ist nämlich Stockfish, ne? Klar. Er will hier abtauschen. Da haben wir hier so eine Stellung. Aber das Geile war ja, der hat einfach nicht der hat einfach den Springer nicht wegbewegt. Nicht nur... Nee, guck hier. Will er den Springer nicht wegbewegt? Was war denn das für ein Move von ihm? Was will er mir denn? Was will er denn mit dem Läufer da? Was hat er sich denn dabei gedacht? So. Jetzt will Stockfish der 7 hier verpisse. Wahrscheinlich, um die beiden Bauern mit dem oder so irgendwie zu supporten, weil der Springer da nichts bringt. Aber sowas mache ich natürlich überhaupt nicht. Oh, krass. Und jetzt hätte er hier meine Dame gefesselt. Und ich hätte nichts machen können. Doch. Nee. Doch, ich hätte doch so machen können. Aber das hätte mir auch nichts, weil ich noch zusätzlich auch noch... Ach, guck mal an, wie schlecht der Zug war. Der war richtig schlecht. Das meine ich nämlich. Da kann man sich nicht über einen Sieg freuen, weil das halt einfach ultra schlecht von mir war. Das war ultra schlecht. Wenn ich schlage, dann schlag doch wenigstens so, Mann. Na gut. Es ist gut gegangen, aber es ist trotzdem ultra schlecht. Und da sieht man sehr gut, dass mir das überhaupt nicht bewusst war. Eine komische Partie. Und jetzt hier den Läufer, den schiebt er auch nicht weg. Ich bin immer noch gefesselt. Ich habe hier einfach den Läufer. Das war richtig. Und jetzt ist Steve Balken zufrieden, ne? Hier. Das wäre der Game-Winning-Move gewesen von ihm. Hat er aber nicht gemacht. Da habe ich Glück gehabt. Einfach nur Glück gehabt, dass der Spieler so schlecht ist. Jetzt macht er es. Jetzt ist natürlich wurscht. Das findet er aber auch schon wieder richtig scheiße. Da kippt schon wieder das ganze Spiel. Weil wenn er den spielt, ich spiele den. Ah ja, okay, klar, dreimal. Und ich habe maximal 2. Nicht gut gespielt, nicht gut gespielt. Hier tausche ich ab. Da stelle ich da rein. Schach. Tausch, tausch. Das ist ja interessant.
Da will er also, dass ich hier meinen Läufer opfer. Weil wenn ich so mache, dann will er, dass ich hier hingehe. Das sind so Stockfisch-Geschichten, die mir dann nicht einleuchten, weil da geht er davon aus, dass jetzt wieder ich in 3 Zügen wieder geile Züge mache. Aber das würde ich ja niemals machen, einfach meinen Läufer daher schenken. Wahrscheinlich sinnvoll, wenn ich danach 3 perfekte Züge spiele. Aber nee. Ja, das habe ich mir dann auch später gedacht. Der Zug wäre natürlich auch ganz geil. Wobei ich kann den gar nicht schlagen. Wegen der Dame. Naja, aber trotzdem auf die Linie gebracht. Naja, und das war dann natürlich der Blunder of the Year. Und da war natürlich der Käse gegessen. Naja, also das war auch wieder mal ein Beweis, dass ich in dieser Elo schon richtig aufgehoben bin. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nicht gut gespielt und trotzdem gewonnen. Tja. Er bewertet die Schwächung des Königs höher, ja. Aber, ja. Weiß ich nicht.